Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Kurz und knapp schauen wir uns heute mal die Silver Eyes 35 Schuss Fanshape Batterie aus dem Hause Geisha Rubro an. Wie gesagt, 35 Schuss, Kaliber 25 mm, 35 Sekunden Brenndauer bei 492 Gramm. NEM, schon eine gewaltige Kiste. Fächerung soll auch richtig, richtig gut sein. Und das haben die meisten Batterien heutzutage ja. Diese brachialen Fächerungen, die nach rechts und links tatsächlich laut Beschreibung, ja, gute 40 Meter schon haben sollten. Also es ist nicht mehr so, wie es damals war, sondern die Dinger hauen schon richtig raus. Ja, gewaltige Fächerbatterie mit Silver-Eis-Effekt und bunten Sternen zu Winter-Suite. Ha, was auch immer das heißen mag, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Viel Spaß mit der Silver-Eis von Geisha Rubro. In der Silver Eyes VE waren zwei Exemplare enthalten, von daher die zweite für euch gleich hinterher. Sehr schön. Die Neuheit aus dem Jahr 2020, die Silver Eyes von Geisha Rubro, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wirklich sehr, sehr schöne Ausbreitung, tolle Zerleger, ja, mit neuartigem Effekt, möchte ich da auf jeden Fall behaupten. Die Dahliensterne kamen nicht ganz so lang stehend heraus, sie waren aber da. Bei Blau hat Panasonic immer wahnsinnige Probleme, daher nicht ganz so gut erkennbar. Auch von der Laufzeit von 35 Sekunden, Leute, da sind wir leider weit von entfernt. Ansonsten eine ganz klare Kaufempfehlung von mir, die gibt es heute auf jeden Fall. Sie kam in der 2er VE, daher 1.4G und im Drahtkäfig natürlich. Ja, ansonsten im freien Verkauf dürfte es die so in der VE, also zwei Stück für 70 Euro geben. Zum Beispiel bei Röder habe ich sie auf jeden Fall gesehen. Schaut mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Skydancer.